Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Worlds. Ja, ich habe nebenbei schon ein bisschen geübt auf einer anderen Welt mit dem Bauen. Ja, also ich habe es zwar geübt, aber es ist nicht wirklich leichter geworden. Und zwar, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wir bleiben jetzt hier. Ich meine, hier, ja, genau, hier bin ich nämlich hingeflogen. In der letzten Folge haben wir ungefähr da drüben aufgehört. Da hinten ist noch eine kleine Insel. Oder da? Ja, da. Da haben wir aufgehört. Oder? Ist ja auch egal. Im Endeffekt ist es egal, wo man aufhört, weil die Insel ist eine Insel. Oder die Inseln sind Inseln. So. Ja, ich habe noch nicht alles durchprobiert. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein bisschen. Moment, ja, mit dem Tool abflachen. Also mit dem Gelände hinzufügen. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Mit dem Gelände entfernen erklärt sich auch von alleine. Gelände abflachen. Kriegen wir halt eine Ebene eben hin. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt gleich, ich gehe mal davon aus, der wird hier die Ebene nehmen. Ja, er nimmt die Ebene. Macht er flach. Dann gehen wir auf den Berg. Die macht er dann genauso flach. Ja, das sieht man jetzt irgendwie schlecht, weil irgendwie ist die. Moment. Kann ich hier noch irgendwie was einstellen? Irgendwie sind die Effekte gerade ein bisschen Müll. Das spiegelt gerade extrem. Ich meine, das müsste. Alter. Noch schlimmer geworden. Ja, ist egal. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen, wir kriegen dann langsam aber sicher eine ebene Fläche raus und können dann auf der ebenen Fläche einfach nicht nehmen, anfangen zu bauen. Es ist halt ein bisschen komplexer als Minecraft, weil bei Minecraft gesehen farmst du die Sachen zusammen und muss halt sowas hier von Hand machen. Das heißt, in der Hinsicht ist es einfacher, aber wenn du dann halt wirklich zum Bauen gehst, wird es gleich komplexer. Das zeige ich euch dann auch. Ja, der baut die auch hoch, die Ebene. So, dass du das halt wirklich ein relativ gerades Stück hast. Wo du auch anfangen kannst zu bauen. So, der baut nicht alles ab, wie man sieht. Das müssen wir dann von Hand machen. Bäume baut er ab, aber hier so Gras, Pferde etc. Das bleibt alles da. Glätten. Ja. Da bin ich noch nicht so genannt, ganz hintergestiegen, was der da feiert. Aber das sieht so aus, als würde er. Ja. Ich weiß nicht. Also für mich sieht es halt einfach aus, als würde er den Berg hier so gerade machen. Ja. Gut, Gelände senken, Gelände heben, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Wenn das in den Boden reinbuddeln. Und bis jetzt habe ich noch kein Höhensystem gefunden, was sich von alleine bildet. Also alles, was man eine Höhle baut, ist dann auch eine Höhle. Alles andere ist einfach nur ein Loch. Also Höhle senken und heben. Das klärt sich wie gesagt von alleine. Gucken wir mal, ob ich das schaffe, das Ding wieder hochzubauen. Naja, ja, bitte. So erfolgreich ist das nicht. Habe ich jetzt abflachen? Ja, habe ich. Und schon ist man wieder relativ flach. Ja, das Problem ist, wenn man einmal angesetzt hat, dann nimmt er auch die Höhe, die er gerade als tiefstes hat. Das heißt, wenn ich hier ansetzen will und hier rüber ziehe, nimmt er wieder die Höhe. Wenn ich hier ansetze und hier rüber ziehe, nimmt er wieder die Höhe. Ja, das kann echt, ich würde sagen, nervig werden, weil du musst halt immer darauf achten, wo du ansetzt und so weiter und so fort. Jetzt muss ich gleich niesen. Entschuldigung. Auswählen, exportieren. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Das habe ich noch nicht probiert.
Ja, Entschuldigung, ich sage, der Sommer hat mich fest im Griff. Ich würde fast vermuten, wenn du was gebaut hast, kannst du das auch wirklich exportieren und nochmal bauen. Aber ich würde dann sagen, jetzt gehen wir mal ans Bauen. Und ich fange mal an, ein bisschen was zu erklären. Und zwar können wir hier die Achsen feststellen. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal was Kleines. Und zwar müssen wir hier unten drauf gucken, auf den Stein. Ja, da ist einmal ein blauer Pfeil und ein grüner Pfeil. Das sind die zwei. Wenn der rote Pfeil noch da wäre, hätten wir gedrückt halten. Dann fliegen wir einfach nach oben. Dann wird der nach oben bauen. Jetzt baut er einfach, wenn man gedrückt hat, nach links oder nach rechts. Ja, solange man gedrückt hält, zieht er durch. So, haben wir jetzt einen roten Pfeil? Ne, haben wir da einen roten Pfeil? Ja. Jetzt, naja, fliegen wir einfach nach oben und er baut nach oben. Das ist mit den Achsen gemeint. Einfärben erklärt sich von alleine. Was das hier ist, habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber ich würde mal sagen, wenn wir was Größeres bauen. Das ist da. Baut der automatisch höher oder hat der jetzt höher gebaut? Ich glaube, wenn wir automatisch überschneiden aushaben, baut der automatisch eine Mission höher. Stein drehen können wir auch mit R machen. Alles kein Problem, dafür brauchen wir da nicht hier oben das Ding. Wie gesagt, die Steuerung ist da auch nochmal aufgeschrieben. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist die Linie ziehen. Machen wir jetzt einfach mal. Shift gedrückt halten, bauen wir geradeaus. Wir kommen nicht von der Linie ab. Ja, das ist auch ganz nett, wenn man was Größeres baut. Und ja, ich habe mir leider noch nichts überlegt, was wir denn bauen könnten. Auswählen, ziehen. Warte mal. Und jetzt? Okay, auswählen, ziehen, löschen. Okay. Damit können wir dann größere Bereiche löschen. So wie es aussieht. Können wir noch was anderes? Nein. Kann man noch was anderes damit machen? Ja, wir können es kopieren und oder löschen. Was, okay. Ja, also ich würde einfach mal anfangen, ein kleines Haus zu bauen. Ja. Wir gucken mal, wie groß das wird. Wir können es uns ja am Anfang angucken, indem wir sagen, wir nehmen die Grundplatte hier. Gehen ein bisschen in die Luft. So. Was halt dann eventuell nervig werden könnte, ist genau sowas hier. Wenn wir Randpunkte setzen und die Randpunkte sind dann nicht so, wie wir sie gerne hätten. Ja, ansonsten, mit dem Shift ist das relativ simpel, wenn man damit arbeitet. Weil man kann halt nicht viel falsch machen. Ja, ups. Es sei denn, man baut von Anfang an falsch. Den Vorteil hat man natürlich im Minecraft nicht. Na, jetzt haben wir hier eine relativ große Platte gebaut mit nichts. Und wenn man sich verbaut, ist es auch relativ schnell wieder weg. Das ist halt mehr oder weniger der Creative-Modus von Minecraft. Ja. Den benutzt zwar auch kaum einer, es sei denn, man baut halt wirklich nur. Aber so wie ich die Entwickler von Lego kenne, wird hier in Zukunft auch noch so ein Survival-Modus reinkommen, wo du halt dann bauen kannst und nachts eventuell dich verstecken kannst. Ich bin mir nicht sicher, aber würde davon ausgehen. Ja. Wenn hier natürlich was drin steht, muss man es wegboxen. Also abbauen in Anführungsstrichen.
Was halt noch kompliziert ist, ich habe mal, also zum Testen habe ich ja versucht, was ihr wahrscheinlich auch als eventuell mal einmal als Thumbnail sehen werdet, habe ich versucht, so einen Doc-Schriftzug zu bauen. Okay, der ist mir jetzt nicht so Premium gelungen, weil das war halt auch wirklich das erste Gebäude, was ich gebaut habe. Das heißt Gebäude, das erste Gemälde oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, da musste ich da schon ein bisschen dran gewöhnen. So, ich würde sagen, wir nehmen Standard-Lego-Steine erstmal. Und wie gesagt, die Steuerung ist. Ich habe sie nicht auch in groß da. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und man muss halt auch immer gucken, wo man ansetzt. So. Shift drücken. Bis zum Ende laufen. Dann drehen wir. Ansetzen. Shift drücken. Bis zum Ende laufen. Weil jetzt habe ich nämlich genau das, habe ich hab's ja gesehen, also. Und das ist mir halt beim Bauen des Dock. Oh, wir haben sogar noch längere Dinger. Beim Bauen des Dock-Logos ist es mir halt ständig passiert. So, wie breit machen wir denn die Tür? So eine Tür? Gut, ich würde eh sagen, wir setzen die Tür in die Mitte. Wenn wir überhaupt eine Tür haben. Aber wir können ja immer noch ausbessern. Dafür haben wir ja jeden möglichen Scheiß bei Lego. An Stein. Vierer, Sechser. Und wenn man so ein bisschen beim Bauen darauf achtet, hier die Linien, die gelben, mal, ich muss mal ein bisschen näher ran, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, die Linien zu benutzen, ja, die gelben hier. Und die rosane. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Na? Ich bin ehrlich, das mache ich auch nicht immer, weil es ist halt, ja. Nicht immer relativ simpel und nicht relativ einfach. So, jetzt müssen wir uns mal darauf einigen, wie hoch wir das Ding bauen. Früher konnte man sowas halt nicht direkt machen, weil früher haben wir ja versetzt gebaut. Das heißt, Moment, wenn wir so einen Stein hatten, haben wir früher den hier genommen. Nein. Den da. Der wurde da drauf gesetzt und dann hast du ganz normal weitergemacht. Ups. Ganz einfach der Grund, also für die Leute, die noch mit Lego bauen, ich würde es glaube ich auch noch machen, wenn ich noch Platz dafür hätte. Man stabilisiert einfach, ups, die Konstruktion. Ist jetzt hier ein bisschen komisch gelungen, weil wir hier einen Vierer eingesetzt haben. Jetzt müssen wir nochmal den hier bauen. Den hier, den hier. Und übrigens, die Steine, die man benutzt hat, sind auch wieder da unten. Das heißt, man muss nicht immer die ganze Zeit suchen. Gut, wenn wir es jetzt wirklich stabil bauen wollen, macht man es halt so. Wenn man sagt, ach, mir ist das scheißegal, dann nimmt man einfach das Ding, setzt man drauf, ups, setzt man drauf, hält Shift gedrückt und zieht ihn zum Ende. Jo. Das wäre jetzt. Ja, seht ihr, man kann halt. Und ich weiß, die Kamerasteuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann halt relativ schnell relativ viel Müll bauen. Ja. Hängt halt, wie gesagt, mit der Kameraführung zusammen. Ein bisschen mit der Mausführung. Alter. Ein bisschen mit der Einstellung der Y-Achsen. Weil man das ja, wie gesagt, alles noch ein bisschen. Was ist los bei dir? Alles noch so ein bisschen erarbeiten kann, indem man die Y-Achsen einstellt. Ja, wir können auch noch hier immer noch hochgehen und sagen, wir bauen jetzt nach oben. So wie man in Minecraft einfach immer gebaut hat. Man hat sich ja draufgestellt. Man hat zuerst hochgebaut. Scheiße. Was hier halt immer nicht so hundertprozentig funktioniert. So.
Weil das Problem ist die Kamera, die Dingensführung hier. Na, baust du das jetzt mal bitte ab? Das Problem ist halt immer diese Achsenfeststellung. Weil, wenn ich nicht hochfliege, dann baut ihr komischerweise auch nicht hoch. Was ich noch nicht so ganz verstehe. Doch, er baut hoch, aber schräg. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir erstmal wieder alles abbauen müssen. Geht zwar schnell, ja, aber es ist trotzdem nervig. Man muss halt immer Shift festhalten. Dann geht's. Sei denn, man baut daneben. Ich sage, man baut relativ schnell daneben, wenn man nicht drauf, wenn man nicht aufpasst, passt, dann passt man nicht auf und dann hat man die Scheiße. Und für mich ist das noch ein bisschen verwirrend mit der Kamerasteuerung, weil die geht weg, die fliegt hoch und die macht, was sie will, die Kameraführung. Ja, schon wieder. Und das ist so ein kleines Problem für mich. Heißt Problem, es ist halt gewöhnungsbedürftig. Und wie ihr seht, haben wir schon wieder Scheiße gebaut. Kann man auch relativ gut damit lösen, indem man auf zurück geht. Also wenn man baut, muss man schon fast immer beide, dann schon wieder muss man schon fast immer irgendwie beide Seiten abklären. Nee. Nee. Ich hätte auch gerne irgendwie nur einen, wo der nur nach oben geht. Ja. Dann hast du das Problem gar nicht erst, dass der irgendwie verrutscht. Oder sonstiges. Der einzige Vorteil ist natürlich noch, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Fenster. Hier mal hin. Bauen wir hier sechs Dinger raus und schon haben wir ein Fenster drin. Geht schnell. Ja. In Minecraft würde es dann auch hingehen und würde es da die Dinger raushauen. Wobei, ich weiß nicht, ob die Entwickler das wirklich gerne hören, dass sie die ganze Zeit mit Minecraft verglichen werden. Weil ich glaube, oder zumindest mir, wäre das als Lego-Besitzer echt so ein Dorn im Auge gewesen, dass jemand vor uns auf die Idee gekommen ist, ein Spiel zu entwickeln, wo es halt wirklich nur ums Bauen geht. Wenn ich mich erinnere, ich meine, Lego hatte schon mal so eine Art Spiel. What the fuck? Cool, eine Treppe. Aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr so sicher, weil das ist schon länger her. Also vom Bauen her geht es relativ simpel und relativ fix. Wenn man es einmal raus hat, es kann natürlich immer noch passieren, dass man daneben baut. Aber selbst das kann man immer noch schneller beseitigen wie in Minecraft. Das verstehe ich halt nicht, dass da zwischendurch ab und zu mal so eine Lücke entsteht, weil ich drücke Shift und ziehe nach oben. Also das müsste von vornherein eigentlich ja machbar sein. So. Ja, warum bauen wir eigentlich die ganze Zeit mit dem hier an? Das ist ein kompletter Humbug. Ja gut, der einzige Vorteil ist natürlich, ist der das hier? Nein. Das hier ist der, ne? Ja. Das, oder der Nachteil ist, dass wir dann halt nicht hingehen können und sagen können, ja, jetzt können wir Fenster reinbauen. Weil dafür sind die Dinger zu groß. Aber selbst das können wir dann im Notfall nochmal nachjustieren. Das Spiel ärgert mich. Also was mir aufgefallen ist jetzt schon, wenn ihr baut in diesem Menü, dann müsst ihr halt wirklich auf die Pfeile gucken. Und dann müsst ihr halt nach oben ziehen und halt direkt noch in die entgegengesetzte Richtung bauen, in die der grüne Pfeil nicht zeigt. Oder der blaue Pfeil. Sprich, ihr dürft jetzt nicht nach hier ziehen oder nicht nach da ziehen, sondern ihr müsst dann so in die Richtung drücken. Weil dann baut er definitiv nur nach oben. Weil die Y-Veranlagung ist,
dass er nach oben und nach links oder rechts geht. Ich mag den Sommer. So, wir bauen weiter. Wir bauen, das war Müll. Das war schon wieder. Ja, ich sage, also ab und zu sind da so Sachen bei, die ich nicht ganz verstehe. Aber es geht ja. Gut, vom Building-System her ist es ja. Nein. Nein. Habe ich gar kein Blau? Habe ich gar kein Blau mit nur oben? Ich weiß es gerade nicht. Ja, eigentlich müsste es. Doch, hier. Nee. Bin ich jetzt gerade echt doof? Ist ja egal. Man muss nur in die richtige Richtung drücken. Ich immer, man kommt so schnell einfach mit der Maus, wenn man nicht genau in die richtige Richtung guckt, kommt man einfach so schnell da drauf, dass man einfach mal nach da zieht. Unwillkürlich. So. Dann gehen wir hier hin, wir machen den mal eben weg. Dann gehen wir hier hin und läuft bei mir. Was ist los? Warum baust du nicht nach oben? Warum will der jetzt nicht nach oben bauen? Und schon wieder daneben. Immer dran denken, immer schön gucken, ob lila ist. Man kann halt dran verdammt schnell bauen. Jetzt will er nicht mehr. Wir haben zu hoch gebaut. Wir haben zu hoch gebaut. Nein, also man kann halt, wie gesagt, jede Wand relativ schnell hochziehen. Und man kann daraus aufgrund, Moment, was ist denn hier los? Wieso ändert sich eigentlich immer diese komische Öster-Einstellung? Das nervt voll. So, jetzt muss ich gleich schon wieder niesen, das gibt's doch nicht. Also mein Körper meint halt echt nicht gut mit mir. Auf jeden Fall, man kann. Das macht mich noch verrückt. Ich weiß nicht. Wie kann man die Y-Achse nochmal ändern? Shift. Nee. Geil. Links-Shift drücken ändert die Achsendingens. Fällt mir jetzt gerade mal ein. Oder auf. Und gedrückt halten, baust du. Also, ja, da hat sich irgendeiner nicht so ganz die Gedanken drum gemacht. Das gibt's nicht. Ja. Also, ich werde jetzt erstmal das Gebäude noch zu Ende bauen. Zumindest ein bisschen weiter. Und wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und werden das Gebäude ein bisschen aufbauen. Und dann werden wir versuchen, mal ein bisschen was über Wasser zu bauen. Aber ich glaube erst daraus die nächsten Folgen werden darin bestehen, das Gebäude auszubauen, höher zu bauen. Inneneinrichtung müssen wir mal gucken. Und uns fehlt noch hier einiges. Was ich ein bisschen schade finde, wir können hier uns kein Spawnpoint machen. Weil, wenn man rumfliegt und sich ein bisschen. Na, und
sich so ein bisschen umguckt, kann es echt schnell gehen, dass man den Punkt hier nicht wiederfindet. Na? Und das wäre halt jetzt das Problem, was wir eventuell haben. Dass wir den Punkt nicht wiederfinden. Yay! Wir haben unser erstes halbes Haus. So. Ja. Ja. Das Problem ist, wie gesagt, Türen habe ich noch nicht. Ich weiß auch leider nicht, wo ich es finden kann. Weil wir haben auch noch keine Gegenstände. Ich weiß aber auch nicht, wo wir die Gegenstände finden können. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge fangen wir erstmal an, das ein bisschen zu verschönern. Und wir gucken dann einfach mal, wie weit wir hier kommen mit dem Innenausbau. Weil wir können ja immer noch hingehen und sagen, okay, macht man in Minecraft zwar auch teilweise, aber eigentlich nicht immer. Dann geht man hin und sagt, okay, so, ich sperre jetzt mal hier was ab. Zack. So. So. Moment. Nee. Nee, doch, ist richtig. Okay, so. So. Machen wir den nochmal weg. So, dann haben wir hier nämlich einen Eingang für eine Tür, für einen Raum. Den Raum bauen wir dann so. Wir ändern wirklich da einen Raum, den man ausbauen kann. Hier hätten wir dann eventuell ein Treppenhaus, was wir dann hochbauen könnten. Wobei ich da noch nicht genau weiß, welche Steine ich nehme. Wir haben einmal die hier. Aber die sehen für eine Treppe nicht so gut aus, finde ich. Wenn sie dann nebeneinander bauen. Falsch. Wenn wir die dann nebeneinander bauen, wird das dann... Es würde gehen, ja. Also ist es nicht. Es würde gehen. Die Treppe ist zwar ein bisschen steil, aber macht's, was soll's. Würde gehen. Also es geht relativ vieles, weil man muss auch keine Plättchen dann da drauf bauen, weil die Treppen bilden sich ja dann mehr oder weniger von alleine, wenn man die schön aufeinander baut. Und schon haben wir eine Treppe nach oben. Aber da fängt dann direkt schon mal die Formelei an, habt ihr ja gesehen. Soll ich gerade kurz mal gucken. Ein Geländer wird wahrscheinlich schwierig. Und das müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal abreißen und dann hier so hinsetzen. Nehmen wir das dann mal weg. Dann würde ich zum Beispiel hier eher ansetzen. Als woanders. Aber wie gesagt, da gehen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr drauf ein. Wir gucken uns die Steine mal an, was man benutzen könnte. Wofür? Geländer könntest du dann doch vielleicht doch bauen. Dem du sagst, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Aber das gucken wir uns dann mal in der nächsten Folge an. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Momentan ist das so, die Folgen erscheinen immer, also jetzt die Lego-Folgen, dienstags und samstags. Und ja, zwischendurch kommt halt erstmal eine Folge von den Zurück in die Vergangenheit. Entschuldigung.
Ja. Wünsche, Anregungen natürlich wie gerne, wie immer in den Kommentaren. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.